Hallo Luftfahrtbegeisterte, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mich mal mit der Frage auseinandersetzen, wozu haben Jets eigentlich einen Machmeter? Ja, also dieses Instrument, was die Annäherung an die Schallgeschwindigkeit anzeigt, ja, beziehungsweise Prozent der Schallgeschwindigkeit, ja. Warum reicht nicht der herkömmliche Geschwindigkeitsmesser? Also, steigen wir gleich ein. Seid gespannt. Alle technischen Gebilde erzeugen Schall. Diese breiten sich bei einem ruhenden Objekt in konzentrischen Kreisen oder Wellen vom Objekt ausgehend aus. Unser Flugzeug steht jetzt am Boden. Die Schallwellen sind symbolisiert durch diese Kreise. Sobald das Flugzeug sich in Bewegung setzt, werden die Schallwellen noch mitgetragen, solange das Flugzeug sich unter Mach 1 befindet, also im Unterschallbereich, eilen die Schallwellen ihm immer noch voraus. Aber sie beginnen sich vor dem Flugzeug schon zu verdichten. Nun erreicht das Flugzeug Mach 1 Schallgeschwindigkeit und die Schallwellen können nicht mehr vor dem Flugzeug sich ausbreiten. Es kommt zu einem Stau der Schallwellen vor dem Flugzeug. Über Mach 1 lässt das Flugzeug sogar seinen eigenen Schall hinter sich. Was man dann am Boden hört, ist der Überschallknall. Erste Annäherungen an die Schallgeschwindigkeit erfolgten im Zweiten Weltkrieg mit Flugzeugen, die inzwischen aerodynamisch so sauber waren wie hier die P-51, dass sie in der Lage waren, im Bahnneigungsflug sich der Schallgeschwindigkeit anzunähern. Allerdings waren die dabei auftretenden Effekte wie Steuerumkehrung, die daraus resultierten, dass verschiedene Bereiche der Maschine bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten Schallgeschwindigkeit erreichten. Also ihr seht schon jetzt hier, wie gut man differenzieren muss zwischen Geschwindigkeit über Grund und Schallgeschwindigkeit. Ja? Also bei zunehmender Geschwindigkeit des Flugzeuges über Grund, bei ruhender Luft, erreichen verschiedene Teile des Flugzeuges zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Schallgeschwindigkeit. Der erste, der vermutlich die Schallgeschwindigkeit erreicht und durchbrochen hat, war der unglückselige Testpilot Lothar Sieber, der am 1. März mit einer Bachem Natter, einem Sperrholzflugzeug mit Raketenantrieb, von einer Startrampe startete. Allerdings kam es zu einer Selbstzerstörung der Natter. Dieses Sperrholzgebilde mit Walder-Raketenmotor, das dazu gedacht war, die amerikanischen B-17-Bomber abzufangen, Kräften offenbar nicht gewachsen. Am 14. Oktober 1947 durchbrach dann der Captain Charles Chuck Yeager mit einer Bell X-1, einem Raketenflugzeug, zum ersten Mal offiziell im Horizontalflug die Schallmauer. Wie ihr an dem Bild des Machmeters seht, hat er auch eine Begrenzung. Dieses spezielle Objekt ist aus einem Hawker Hunter Kampfjet der 50er Jahre. Diese Flugzeuge waren noch nicht für Überschall ausgelegt. Und hiermit beantwortet sich auch die Frage, warum Machmeter, warum reicht der Geschwindigkeitsmesser nicht aus? Das Flugzeug erreicht je nach Flughöhe, Lufttemperatur und anderen Parametern zu unterschiedlichen luftphysikalischen Bedingungszuständen die Schallgeschwindigkeit. Das musste auch Chuck Yeager erfahren, als er auf unangenehme Art und Weise, als er im Zweiten Weltkrieg mit seiner P-51 Mustang eine deutsche Maschine verfolgte und im Bahnneigungsflug in tieferen Luftschichten dann
die ganzen unangenehmen Phänomene, das Buffeting, ja, das Schütteln, das ganze Flugzeug hat sich geschüttelt nach seinen Memoiren, ja, und es kam auch wohl zu Steuerumkehr und er konnte sich gerade noch so aus dieser Situation befreien. Darum weisen auch alle Flugzeuge, die überschalltauglich sind, ganz spezifische Konstruktionsmerkmale auf. Allen eigen, zumindest in den 60er und 70er Jahren, war die sogenannte Wespentaille. Diese Flugzeuge wurden nach der Flächenregel konstruiert. Das heißt, man hat versucht, dass alle Bereiche des Flugzeuges zur gleichen Zeit in die Überschallgeschwindigkeit eintreten. Und gerade am Flügel, der ja gewölbt ist für den Auftrieb, ja, und wo Luftbereiche beschleunigt werden an der Oberseite des Flügels, kam es durch Interferenzen zum Rumpf bei nicht dafür ausgelegten Flugzeugen zu den genannten Effekten. In den 70er Jahren hielt die Überschallfliegerei dann auch Einzug in die Zivilluftfahrt und wir haben jetzt gelernt, wenn in der Passagierkabine der Concorde der Machmeter auf 2,0 gesprungen ist, dann konnte das je nach den physikalischen Bedingungen der Umgebungsluft durchaus unterschiedliche Geschwindigkeiten über Grund bedeuten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da oder ein Abo. Das würde mich freuen und es wird mich dann auch dazu motivieren.